Freunde, es ist wieder nachts und ihr wisst gar nicht, was passiert ist, Mann. Wir haben die Tickets bekommen. Die letzten 7 Tickets von der Challenge. Bei Nacht haben wir natürlich rausgehauen, ja, instinktiv nachts aufgewacht. Im Gefühl gehabt, no joke, gestern im Discord mit meinen Kollegen geredet. Ichi und Anski, Shoutout an die. Es ist halt 6 Uhr morgens gerade, also nachts für mich immer noch, okay? Ich hatte den Jungs gesagt, ey, morgen kommen die Tickets und dann wird schon ein LR gezogen. Habe ich auch auf Twitter gepostet, by the way, könnt ihr gerne abchecken. Jedenfalls ist Folgendes passiert aus den Tickets. Kommt gleich. So, boom. GG. Ja, das hat echt passiert. Aber euer Boy hatte es dann im Gefühl. Euer Boy hatte es dann im Gefühl, Freunde. Ja, haben wir noch einen Multi gehabt? Rausgehauen hier. Volle Summons bei Nacht, Schrägstrich morgens, fusioniert. Ja, weil 6 Uhr morgens ist für mich nachts, aber auch morgens. Ja, dementsprechend sieht die Fratze aus. Oh mein Gott, dann ist er wirklich gejobbt. Dann ist er halt wirklich gejobbt. Und sorry, ich lag im Bett. Ich konnte nicht aufstehen. Aber ich dachte mir, steh auf! Steh auf. Dachte mir, steh auf. Ja, zweimal in einem Multi, Freunde. Ich kann es selbst nicht glauben. Ich kann es selbst nicht glauben, was für einen Lauf ich gerade habe. Vor allem am heutigen Tag. Und das Video werdet ihr, denke ich, danach sehen, nachdem noch etwas Krankes passiert ist. Nämlich, das war legit gestern. LR-Virus kam gestern noch. Das Video habt ihr bestimmt schon gesehen. So werde ich es auf jeden Fall schedulen. Aber, Freunde, hier, boom. Da kam ich gerade raus, hab mich aufgeräppelt und hab mir gesagt, okay, wisst ihr was? Einen haben wir noch. One last Multi, wirklich in diesem Banner. Und hier, vielen lieben Dank an euch. Vielen lieben Dank. Ich weiß, ich sage es oft, aber ihr seid halt atemberaubend. Wir haben gestern die 15.000 erreicht. 15.000, Freunde. Vielen Dank dafür. Und das soll eigentlich auch ein Featured-Charakter noch sein. Wir sind noch Rainbow Base Form. Wenn hier jetzt ein Double Stream Check kommt, dann eskaliere ich, weil dann ist nochmal ein Ella dabei. Aber. Okay. Freunde, letzte Mal ist dann für euch, wie gesagt, vielen lieben Dank für den lieben ganzen Support in der letzten Zeit. Ja, wenn man einen Lauf hat, dann haut man halt alles raus. Aber die zwei Ella Goku und Freezer haben übertrieben gut getan und damit können wir schlussendlich in diesem Banner Tschüss sagen und uns voll und ganz jetzt danach natürlich dem Awakening und Showcase von unserem Boy Ella Goku und Freezer widmen. Let's go, Freunde. Justice Dab. Was geht ab, meine Z-Fighter außer dir? Und ihr habt es gesehen, die Jungs sind tatsächlich gedroppt. Auch noch zweimal in meinen Multi. Das hatte ich noch nie mit einem LR-Charakter oder an sich einen Charakter, den ich wollte, der zweimal in einem Multi war. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir werden uns heute kümmern um ihr Awakening. Bringen ihn schon von der ersten Stufe direkt auf die Theo-Version. Wir brauchen 35 Medaillen von Goku und dann 35 Medaillen vom Freezer-Event, wie ihr das hier seht. Und dann werden die Jungs hier gebracht auf erstmal die Theo-Version, dann natürlich auf die LR-Version. Dann widmen wir uns quasi am Anfang ihrem Awakening, ihren Teambuild-Aspekt, ihren Teambuild-Guide. Und schlussendlich werden wir die zwei Jungs natürlich heute noch showcasen. Wenn euch das Ganze bis jetzt schon gefallen hat, beziehungsweise dann im Nachhinein gefällt, dann lasst auf jeden Fall ein Like da. Und falls ihr neu seid, Freunde, dann lasst ein Abo da, wenn euch das Ganze gefällt. Natürlich, jede Unterstützung an der Stelle hilft mir sehr und über jede bin ich natürlich sehr, sehr dankbar. Alright, dann ist das Game jetzt auch zustande gekommen, beziehungsweise erwecken hier die zwei Dudes zu der Theo-Version, wie gesagt. Und dann werden wir uns sofort widmen für die LR-Variante. GG. Alles klar, und da sind wir zurück. Die Jungs sind soweit auf Max Level gebracht worden. Wir erwecken sie nun zu der LR-Variante. Auf der globalen Version brauchen wir hier an der Stelle 35 von den Ultra-Instinct Goku-Medaillen und 35 von den Angel Golden Freezer-Medaillen. Auf JP sieht das ein bisschen anders aus. Da braucht ihr 21 Medaillen aus Ultra-Instinct Goku-Doken-Event, 21 aus Angel Golden Freezer, 21 aus Jiren und 21 aus dem C17-Doken-Event. Wir sind aber auf der globalen Seite und bringen die Jungs hier an der Stelle auf ihr LR-Status. Geil, Freunde. Richtig geil hier an der Stelle. Und lasst mich jetzt sie ganz schnell auf Max SA und Max Level bringen. Und dann widmen wir uns quasi im Teambuild-Aspekt und im Anschluss zum Showcase.
Gut, Freunde, und da sind die Jungs hier auf Max Level und Max Essay. Wir schauen uns gleich erstmal die Karte selbst an. Und zwar hat unsere Boy LL Goku und Freezer folgendes drauf. Er ist der Kategorieleader, oder beziehungsweise sie sind die Kategorieleader der Representatives of Universe 7, also die Universum 7 Kämpfer, um es kurz zu sagen. Ihnen geben sie Ki plus 3 auf HP, Attack und Death 177%, Freunde, oder Tech-Charakteren Ki plus 3 HP, Attack und Death 90%. Mit der ersten Ulti machen sie Colossal Damage, verringern den Angriff des Gegners. Mit der zweiten Ulti machen sie Mega Colossal Damage und verringern Angriff und Verteidigung des Gegners. Die Passive sieht folgendermaßen aus, Freunde. Und zwar bekommen sie oder bekommt er auf den Angriff und auf die Verteidigung 77%, wenn sie angreifen. Während, wenn sie angreifen, bekommen sie diesen Boost, 77% Angriff und Verteidigung. Zusätzlich bekommen sie weitere 77%, wenn sie ihre Ultra Super Attack starten. Und zusätzlich dazu bekommen sie weitere 77%, wenn der Angriff des Gegners gesenkt wurde. Nun, sie selbst tun ja mit ihrer Ulti den Angriff des Gegners senken, aber das aktiviert sich mit der ersten Ulti von ihnen noch nicht, denn dieser Debuff wird erst nach der Ulti ausgewirkt. Heißt, wenn ihr quasi direkt mit dem ersten Ulti in dem ersten Auftreten, sage ich mal, der Karte diesen Angriffboost mitnehmen wollt, indem ihr quasi den Angriff des Gegners senkt, dann muss das entweder durch einen Charakter passieren, der vor ihm ultet, oder durch die Passive eines anderen Charakters, oder durch ein Item, damit ihr da auf jeden Fall Bescheid wisst. Links hier sind hier an der Stelle Over the Flash, Experience Fighters, Rival Duo, Shocking Speed, Tournament of Power, Fierce Battle, Legendary Power. Er ist in der Kategorie Representative of Universe 7 und Universe Survival Saga auf JP noch auf Full Power. Wir konzentrieren uns hier auf natürlich auf die eigene Kategorie im Teambuild Showcase und im Showcase selbst, also für die Representatives of Universe 7. Dupe System, ich hatte erst mit einem Dupe zu ziehen, geht ihr auf Crit, Level 20, Crit, Level 6, Edition Attack, könnt ihr auf jeden Fall mitnehmen, macht ihr auf jeden Fall nichts falsch. Bevor wir uns jetzt erstmal die Charaktere auf der globalen Seite anschauen, wie das Teambuilding auf der globalen Seite aussehen könnte, möchte ich erstmal darauf auf der japanischen Version eingehen, denn dort haben wir ein, zwei Charaktere mehr und das macht auf jeden Fall was aus, vielleicht, beziehungsweise könnt ihr dann vielleicht schon mal euch selbst ausmalen, okay? Die Karte hätte ich gerne, wenn die noch kommt. Die und die Karte ist wichtig für die Zukunft, indem ich quasi dann da sparen kann, damit ich die Charaktere für sie ziehen kann und hoffentlich, damit sie auch zieht. Anyway, lange Rede, kurzer Sinn, wenn wir uns das Ganze ansehen, haben wir hier in dem Stammkader meine ich die zwei Rotationen, folgende Charaktere. Zum einen C17, physisch C17, unser Android-Kategorie, der kommt auch noch auf die globale Version. Ich schätze mal ein, so Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres, wenn nichts vorgezogen wird. Und dann halten wir ihn in eine Rotation mit LR, Goku und Freezer. Warum? Sie teilen sich vier Link-Skills. Unter anderem haben wir hier Shocking Speed, Fierce Battle, Tournament of Power und Rival Duo. Heißt, sie geben sich hier gegenseitig 25% auf den Angriff, Ki plus 2 bzw. Ki plus 5, dann im Endeffekt durch Tournament Power noch dazu. Das Geile ist jedoch, dass dieser C17 der C17 ist, der das Ganze im Anime auch vorbereitet hat. Und dementsprechend ist auch Sinn und Zweck dieses C17, das Ganze vorzubereiten. Warum? Zum einen gibt er durch die Passive Ki plus 3 unter anderem, noch ein bisschen mehr natürlich, aber unter anderem, was hier wichtig ist für die Vorbereitung, ist, er gibt Ki plus 3 für jeden. Heißt, unser LR Goku und Freezer kommen hier leicht auf die Ultra Super Attack, denn auf die will man auf jeden Fall kommen. Sex Passive gibt 60% für jedermann zusätzlich noch dazu. Er selbst hat noch eine Damage Reduction Skill von 40%, wenn seine HP 77% oder drunter sind. Aber das Geile hier an dem ist, er hat dann noch selbst 120% Angriff. Also er ist nicht nur Vorbereiter, er selbst ist eine sehr gute Unit. Was aber dann geil hier ist, durch seine Ulti verringert er den Angriff des Gegners. Angriff und Verteidigung besser gesagt. Und dadurch bereitet er wie im Anime, selbst die Animation sieht genauso aus wie im Anime, eben die Passive für den LR Goku und Freezer vor. Und deswegen finde ich diese beiden Jungs in einer Rotation richtig geil. Eine der geilsten Rotationen, wenn ich das so sagen darf, Indokan Battle. Auf Global kommt das Ganze noch, aber das ist halt 1-1 wie im Anime. C17 bereitet das Ganze vor und LR Goku und Freezer kommen da auf ihren Angriff. Durch die Passive, da wird jeder Passive getriggert natürlich. Natürlich, ich weiß, in vielen Dokumenten kann man den Angriff des Gegners nicht senken, aber das zählt erst für die letzten Runden, Freunde. Also habt da keine Angst, das würdet ihr auf jeden Fall viel triggern können und oft triggern können, die komplette Passive von unseren LRGF. Ich nenne sie mal LRGF als Abkürzung. Okay, Stammkader, dazu gehört dann natürlich in die Zeitrotation noch Ultra Instinct Goku und Evolution Vegeta. Evolution Vegeta fehlt bei uns, sollte eigentlich nach der Celebration kommen, Zeitraum Oktober, Anfang Oktober, falls da nichts vorgezogen wird. Dann ist das der Zeitraum für uns auf der globalen Version. Das
beziehungsweise die vier Charaktere sind wie gesagt der Stammkader. Auf das könnt ihr auf jeden Fall setzen. In der japanischen Version, in der globalen Version vielleicht dann eventuell auch, nachdem ihr quasi wisst, was die Jungs hier drauf haben. Als Rotationscharakter würde ich auf jeden Fall mitnehmen C18 Tech. C18 Tech ist wirklich eine solide Unit, denn sie ist ein Orb-Changer. Und als Rotationscharakter nicht nur, dass sie auch zu der Kategorie gehört, sondern sie changed hier an der Stelle, bereitet Tech-Orbs vor. Für unseren Boy LRGF, und der ist dann natürlich leichter auf deine Ultra Super Attack zu kommen an sich selbst. Das Geile an ihr ist, sie hat immer so Attack und F 70%, ändert bzw. sorgt für Tech Orbs durch ihre Passive, und zudem muss sie aber selbst andere, also jeden Typus von Orb einsammeln, damit sie ihre Angriff und Verteidigung pro Orb, den sie einsammelt, um 12% steigt und die Verteidigung um 7%. Deswegen ist das Geile an ihr, dass sie quasi Tech Orbs vorbereitet, sie selbst aber eigene andere Orbs braucht, um da ihre Passive zu triggern, sage ich mal. Der letzte Rotationscharakter, wie könnte das aussehen? Ich habe hier drei Stück hingeklatscht. Zum einen könnt ihr natürlich ganz klar einen guten anderen individuellen Charakter mit reinnehmen als Rotationscharakter, zum Beispiel Kai Goku Blue oder Godku. Aber warum habe ich hier den Tech-Tenshinhan reingetan? Denn dieser Tech-Tenshinhan, den sollte man vielleicht auch nicht unterschätzen. Er ist zwar ein Supporter nur, Freunde, nur für die Tech-Charaktere. Der konzentriert sich dann in dem Fall wirklich nur auf LRGF, auch wenn es 18 da ist. Aber seine Mission ist ja an der Stelle, LRGF hier zu boosten bis zum geht nicht mehr, und das macht er wirklich sehr, sehr gut. Er bekommt einen Tech Leader Skill von LRGF, aber wie gesagt, er selbst gibt LRGF durch die Linkskills zum einen Experience Fighters, zum einen Rival Duo und Over the Flash, das sind Key plus 2. Die anderen geben hier dann auf seinen Angriff 20% und auf die senken Verteidigung des Gegners um 15%. Er selbst tut durch seine Ulti den Angriff des Gegners noch zusätzlich senken. Heißt, der ist wirklich auch eine gute Option, wenn ihr das Team nur auf LRGF drehen wollt durch den Supporter, dann kann man auf jeden Fall mitnehmen. Ansonsten könnt ihr auf jeden Fall noch auf andere Tech-Supporter zugreifen, die ähnlich Tech-Supporter boosten oder halt eben vielleicht jeden im Team, wie zum Beispiel ein Tech-Vegito. Aber Freunde, das Wichtige hier in dem Setup ist auf jeden Fall die ersten 5 Charaktere, die ich euch genannt habe. Den letzten könnt ihr euch dann quasi aussuchen, wie ihr mögt, weil der Stammkader mit C17, LRGF, Uigoku, Evolution Vegeta und C18 ist wirklich sehr, sehr gut in das Team und sorgt overall für ein sehr gutes Klima bzw. für eine sehr gute Synergie im Team. So viel zu JP, aber wie kann das Ganze im globalen Dokument aussehen? Denn uns fehlen hier ganz klar C17 und Evolution Vegeta. Die beiden haben wir noch nicht, die sollten in naher Zukunft kommen, aber da wir aktuell auf Global sind, wie könnte das Ganze aussehen? Nun, zum einen findet ihr natürlich eure Teamliste oder eure Charakterliste auf die Represented of Universe 7 Kategorie, denn dort wählt ihr dann, wenn wir das so sagen können, einfach mal stumpf eure besten Charaktere. Wenn wir das hier machen, dann würde das folgendermaßen vielleicht mal so aussehen. Und zwar hätten wir dann so ein Team. Und ihr merkt schon, dieses Team ist dem sehr ähnlich, wie wir das gesehen hatten auf der japanischen Version. Wir haben jetzt zwar auch ein C17, das ist nicht der physische C17. Und dann haben wir noch quasi als, ich sag mal, Evolution Vegeta-Ersatz Godku drin und Kai Goku als Rotationscharakter. Das Team, meine Freunde, das Team funktioniert. Mit diesem Team, wenn ihr das Team euch bauen könnt, seid ihr auf jeden Fall sehr gut gedeckt auf der globalen Seite. Und ihr werdet auf jeden Fall gute und viele Events schaffen mit dem Team, vor allem wegen dem Boost. Angel Gohan Freezer würde ich niemandem empfehlen, in das Team zu nehmen, denn er senkt Super-Type Allies, also auch Verbündeten, dessen Angriff um 15%, das macht auf jeden Fall viel aus, und er selbst linkt sich nur mit Tournament of Power mit dem Rest des Teams und Fierce Battle, sofern das die anderen Charaktere haben. Auf den würde ich auf jeden Fall verzichten. Okay, heißt Freunde, das Team, was wir uns hier betrachten auf der globalen Version, kann man auf jeden Fall spielen. Wie gesagt, ihr seid damit gut gedeckt. Jedoch könnte man hier, beziehungsweise muss man hier anmerken, dass durch das Teamaufbau LRGF nicht aus dem Spiel heraus auf seine letzte Passive kommen wird, denn keines dieser Charaktere außer er selbst senkt den Angriff des Gegners. Er selbst senkt den Angriff des Gegners, aber dann bekommt er den Boost nicht, wie gesagt. Wenn er in einer anderen Runde der Friend LRGF drin ist, dann würde er ihn bekommen, denn das gilt für eine Runde dieser Debuff. Aber aus dem Spiel heraus selbst kommen wir nicht auf die letzte Pässe von LRGF. Das sollte man auf jeden Fall anmerken. Auf die Ultra Super Attack solltet ihr ohne Bedenken kommen. Wir haben jetzt zum einen, wie gesagt, unsere Orb Changerin, die hier physisch in Tech Orb ändert. Und mit der ist man auf jeden Fall gut gedeckt. Die Sache mit dem C17 ist, er kommt dem physisch C17 nicht gleich. Denn der physisch C17, haben wir gesagt, dessen Sinn und Zweck ist, für LRGF natürlich alles vorzubereiten, seine Passive. Er selbst macht auch sehr gut Schaden. Dieser Dude sollte man nicht unterschätzen. Er macht wirklich gut Schaden. Er hat Attack und F 70%. Am Anfang bekommt für jeden Tech-Orb, den er einsammelt, 15% auf den Angriff und 10% auf die Verteidigung. Aber ihr merkt schon, durch die Ulti senkt er nicht den Angriff des Gegners. Er hat kein Rival Duo zum Beispiel, wie das unser physisch C17 hat. Er gibt durch die Passive keine Key. Heißt, dieser C17 erfüllt nicht den Sinn und Zweck
wie natürlich der MVP zu sitzen, der physische. Und auf den, bin ich ehrlich, könnte man in diesem Setup vielleicht verzichten, denn das ist kein Charakter, den ihr mit LRGF in einer Rotation hält, denn er selbst braucht auch viele Orbs und in dem Fall Tech-Orbs. Wenn ihr trotzdem spielen wollt, er ist wirklich eine gute Unit, ihr könnt ihn zum Beispiel zusammenhalten mit C18 in einer Rotation. Wenn euch das Team, wenn euch eure Krankenliste das zulässt, dann könnt ihr das auf jeden Fall machen. C18 bereitet die Tech-Orbs vor, sie sammelt andere ein und C17 braucht dann an der Stelle die Tech-Orbs. Aber gut, ich würde eigentlich auf den C17 empfehlen nicht, sondern eher verzichten, denn wen könnte man für ihn denn noch reinnehmen? Ihr könnt jetzt zum Beispiel einen anderen Tech-Supporter rein mit reinnehmen. Wenn ihr Tenshin dann habt, dann könnt ihr das auf jeden Fall spielen. Auf der globalen Seite vor allem. Könnt ihn ohne Bedenken in eine Rotation halten mit LRGF. Heißt, er ist dann quasi der Ersatz für physisch C17. Falls ihr ihn nicht habt, es gibt noch eine Alternative. Zum Beispiel dieser Krillin hier. Der ist aus dem Barbershop. Ich habe ihn noch nicht awaked. Seine Awakening-Medaille bekommt ihr auch aus dem Barbershop. Das sind die Ghost-Asche-Medaillen. Könnt ihr jeden Tag euch eins kaufen. Ihn selbst bekommt ihr auch auf dem Barbershop. Wenn ihr ihn erweckt, gibt er den Tech-Charakteren Key-Boost und hat eine hohe Chance, quasi einen Angriff-Boost zu geben. Angriff- und Verteidigung-Boost sollte das erweckt, glaube ich, sein. Das Gute an ihm ist hier, er hat Rival Duo und Experience Fighters für LRGF. Also ihn könnte man auf jeden Fall hier nennen. Oder wenn ihr quasi einen allgemeinen Supporter wollt, Tech Vegito, wie ihr ihn kennt, der tut dann quasi jedermann mit Angriff und Verteidigung versorgen. Aber da müsst ihr euch quasi selbst entscheiden, was ihr macht. Also welche Variante dann wird. Okay, heißt, eigentlich würde ich zum Beispiel Kaioken Goku Blue kann man auf jeden Fall in einer Rotation halten mit LRGF, denn die teilen sich gute Link-Skills. Also in diesem Setup kommt auch echt ohne Probleme auf seine Ultra-Super-Attack, weil viele der Charaktere Turn-Up auf Power haben. Wenn nicht, dann haben zum Beispiel Godku und Kaioken Goku Blue Over the Flash und Shocking Speed sind auch Key plus 5, also dem kommen wir auf jeden Fall nahe. Und dann könnte euer Team, wie gesagt, folgendermaßen aussehen. Entweder ihr verzichtet auf den C17 oder nicht und dann nehmt ihr ihn quasi rein oder nicht, je nachdem. So viel dazu, wenn wir das quasi mehr oder weniger 1:1 übertragen würden, wie das auf der japanischen Seite aussieht. Aber es würde noch eine Alternative geben, nämlich, wenn ihr die ganzen Charaktere nicht habt, denn ihr merkt schon, die Katrui ist sehr eingeschränkt. Ich finde es aber nicht schlecht, weil der Katrui Leader Skill selbst ist sehr, sehr gut. Aber wenn ihr darauf hinarbeitet, dass ihr diese Charaktere beschwören wollt, wie wir sie auf JP gesehen haben, dann ist das Team top. Dann ist das wirklich ein Top-Team, denn die Synergene-Team ist wirklich 1A, wie wir das besprochen haben, mit den Orb-Changer, mit den Vorbereitern und. Außerhalb davon gibt es sehr viele gute Free-to-Play-Alternativen. Wenn ihr zum Beispiel einen C17, C18 nicht habt, könnt ihr eines dieser nehmen, die sind Free-to-Play. Der Vorteil an diesen beiden ist, sie senken den Angriff des Gegners. Also das könnte man auf jeden Fall mitnehmen für die Passive von LRGF zum Beispiel. Ansonsten haben sie Turn-Up of Power. Sie selbst durch die Passive quasi sind kein Orb-Changer leider, jedoch brauchen sie selbst Orbs, aber sie haben dann noch quasi einen zweiten gute Passive, nämlich im Medium-Chess. C18 jetzt ein Gegner für 2 Runden zu stunnen und C17 hat dann die Medium-Chance, einen Gegner für 2 Runden zu sealen. Er selbst hat einen Turn of Horshocking Seed und tut auch den Angriff des Gegners senken. Heißt, ihr könnt eventuell auch in dem Setup hier statt dem Tech C17 auf den C17 zugreifen und ihn vielleicht in einer Rotation drin lassen mit LRGF. Sie geben sich, wie gesagt, Turn of Power, Shocking Speed. Das sind Key plus 5. Leider kein Fierce Battle. Er hat auch kein Rival Duo oder sonst was, aber er will den Angriff des Gegners senken und wäre auch quasi so ein gute Alternative für Vorbereiter, statt den physisch zu sitzen, den wir noch bekommen werden. Die Charaktere, wie gesagt, sind ansonsten gute Free-to-Play-Alternativen, die ihr euch holen könnt für das Team, wenn ihr damit spielen wollt. Wie sieht denn aber jetzt schlussendlich mein Team aus? Ihr könnt, by the way, auch natürlich LRGF in einem Super-Tech-Team spielen oder Heroes-Team, das wisst ihr. Wir konzentrieren uns hier auf seine Eigenkategorie. Mein Team würde, um ehrlich zu sein, folgendermaßen aussehen. Ich habe hier Tapion mit dabei. Warum? Tapion werde ich, das werden wir gleich testen, in eine Rotation lassen mit LRGF. Er wird der Vorbereiter sein, denn er tut den Angriff des Gegners senken. Er ist ein Orb-Changer. Also er changed hier an der Stelle Strength in Rainbow Orb, sollte man nicht unterschätzen, denn durch Rainbow Orb werden viele Pfade geöffnet und er hat noch zudem Experience Fighters sind 10% für LRGF, Rival Duo sind weitere 10% für LRGF und minus 15% für den Gegner und er hat Fierce Battle, also 3 Link-Skills. Er hat leider keinen Shocking Speed, die ihm noch Key gibt, jedoch da ein Orb-Changer ist, beziehungsweise da wir mit ihm noch C18 als Orb-Changer haben, hoffe ich mir raus, dass an sich das Spielfeld wirklich oft gechanged wird, sodass viele Charaktere auf die Ulti kommen werden. Einziges Problem, was vielleicht sein könnte, ist, dass Tapion eventuell nicht immer auf seine Ulti kommt, weil ihm da Key fehlen. Aber wie gesagt, durch den Orb-Changing-Aspekt werde ich mir das auf jeden Fall betrachten, wie das aussieht. Uigoku mit Godku hatte ich in einer Rotation, warum nicht mit Kaioken Goku Blue? Weil Godku hat zusätzlich Godly Power, sind 15%. Kaioken Goku Blue halte ich aus der Rotation, wenn er reinkommt, gibt er Key plus 5 für unseren LRGF. LRGF werde ich immer versuchen, in der Mitte zu halten, dann bekommt er von beiden Seiten Key. Das geht nur für Key, nicht für Angriff oder Verteidigungsboost. Das geht immer nur für Key, dass ein Charakter, der in der Mitte ist, aus beiden Seiten die Key bekommt. Und C18 natürlich auch im Stammkader, die für Orb-Change und das Rotationscharakter sehr gut funktioniert. Vielleicht noch eine Honorable Mention, Freunde, ein Charakter, den ihr vielleicht eventuell auch spielen könntet. Es gibt nämlich ein Tech
Paikuhan, wenn ihr ihn awaked, wie sieht der Dude aus? Und zwar, beziehungsweise, wo ist der Dude? Tech Paikuhan, hier. Wenn ihr ihn awaked, hat er Shocking Speed, Fierce Battle, Rival Duo, Experience Fight, das sind 4 Link-Skills. Und er tut noch durch seine Ulti Angriff des Gegners sehr stark senken. Heißt, er war eigentlich auch ein Vorbereiter für LRGF. Aber um ehrlich zu sein, selbst nach seinem Awakening ist diese Karte nicht gut. Bin ich ehrlich, falls ihr ihn doch nur als Vorbereiter spielen wollt, dann wäre das, wie gesagt, eine Honorable Mention, eine ernennenswerte Erwähnung. Ansonsten, Freunde, nehmen wir dieses Team. Auf dieses Team bin ich gespannt. So wird mein Team aussehen. Und dann sehen wir uns gleich in einem Dokken-Event wieder. Alles klar, und wir sind im Dokken-Event von, beziehungsweise Boss Rush 5, Stage 5, kämpfen gegen Gogeta. Hier können wir uns ohne Probleme den Angriff von Gogeta senken über jede Runde. Und zwar haben wir schon mal folgendes Szenario. Boom. Vorbereiter und mein eigenen. Wie gesagt, wir stellen LRGF in die Mitte. Denn ihr seht schon, er bekommt dann von beiden Seiten die Key. Das zählt nur für Linkskills die Key geben, nicht für Angriff. Und dann müsst ihr auf jeden Fall gucken, dass wir mit Tapio ulten. Der bereitet das Ganze vor. Und dann durch das Orb-Changen kommen wir auf jeden Fall auch auf gut Key. Und weil er in der Mitte ist, auch auf, ja, gut Key durch die Linkskills, aber auch das Orb-Changen. Und das Szenario war quasi so, was ich mir überlegt hatte, dass wir jetzt Tapion als Vorbereiter haben. Wir haben hier Fierce Battle getriggert, 15% Rival Duo, Experience Fighters, sind weitere 20% und dann noch zusätzlich hat er den Angriff gesenkt und wir kommen auf 5 Millionen. Denn hier sind jetzt jede Passive ist von LRGF getriggert und ihr habt es gesehen auf dem Radar, 5 Millionen, Freunde. Und wenn ihr auf sowas achtet, geil. Natürlich kommen wir im Endeffekt nicht auf die 5 Millionen, weil wir wissen, es ist ein Dokument, sie haben Damage Reduction Skill, aber das Radar, Freunde, das Radar lügt euch nicht an. Und ansonsten, richtig geil, richtig geil. Und guck mal, jetzt haben wir hier quasi an der Stelle unser Girl C18 mit reinbekommen. Sie tut Orb-Changen, sie selbst braucht aber keine Tech-Orbs, das ist das Geile an ihr. Nämlich, sie muss irgendeinen anderen Typus einsammeln und dann bekommt sie auch einen guten Angriff-Boost. Und das ist also meine Idee dahinter. Auf Papier, sage ich mal, dass sie den Vorbereiter haben in meinem Team-Setup mit Tapion. Aber wir müssen gucken, weil vielleicht wird man nicht immer auf seine Ulti kommen, weil ihm fehlt Shocking Speed, das kann man merken. Aber wegen den ganzen Orb-Changern in jeder Rotation kann es auf jeden Fall gut dazu kommen, dass das Spielfeld an sich wirklich gut mit Orbs gedeckt ist. Und ansonsten seht ihr, LRGF, der macht ja auf jeden Fall seinen Job. Hier war jetzt zum Beispiel, hier waren nur 2 von 3 Pass aktiviert. Das mit der Ultra-Super-Attack und wenn er angreift natürlich Logo. Angriff des Gegners war nicht gesenkt. Dann haben wir gesehen, was dabei rauskam und boom, hier schon wieder, Freunde, seht ihr, das Feld wird so gut umgeändert, dass wir eben durch die 2 Orb-Changer in jeder Rotation, beziehungsweise in einer Rotation auf jeden Fall immer Tapion, der für Rainbow Orb sorgt, da kommen sehr gute Wege zustande und C18, die für Tech Orb sorgt und durch den Vorbereiter, der tut jetzt hier, wenn er nicht umhaut, weil der bei mir 2 Dupes an der Stelle. Der hat den umgehauen. Okay, Tapion, never mind. Bekommt 92%, haut die trotzdem um. Aber ihr habt gesehen, wie im ersten Szenario, wir sind auf unser Zack gekommen. Nämlich, wir haben die Passive getriggert und wir konnten mit allen ulten. Und das wollte ich auf jeden Fall erreichen. Ansonsten machen wir das Ganze mal so. Lassen wir mal UI angreifen hier in der Mitte. Und ihr merkt schon, guck mal, wenn ihr LRGF in die Mitte stellt, dann bekommt ihr aus beiden Seiten die Key, die ihr braucht. Und in diesem Team-Setup, in der Kategorie, hat fast jeder Tournament of Power, das sind Key plus 3, viele haben Shocking Speed. Diejenigen, die nicht Tournament of Power haben, wie Kakuku Blue oder Gotku, die haben Overner Flash und Shocking Speed. Das hat LRGF ebenso. Deswegen stellt diesen Boy in die Mitte und hier werden dann, wie gesagt, nur 2 von 3 aktiviert und wir kommen auf 3 Millionen. Ihr müsst doch nicht immer unbedingt den letzten Part aktivieren, wenn ihr das könnt durch das Team-Setup oder auch durch Items. Items sind da, nutzt sie, dann macht das und ihr kommt da, wie wir gesehen haben, am Anfang auf 5 Millionen, Freunde. Und dementsprechend, bin ich ehrlich, haben wir schon wirklich gut das gesehen, was ich sehen wollte. Ihr seht schon, das Team haut alles weg. Das erste Szenario direkt hat das hervorgebracht, was ich wollte. Und hier an der Stelle gucken wir mal, ob wir das wieder hinbekommen, dass wir mit beiden Ulten tatsächlich, seht ihr, die 2 Orb-Changer sorgen dafür. Tapion bereitet jetzt quasi alles vor für unser LRGF durch Link-Skills. C18 hat das Ganze gechanged. Oh mein Gott, ich bin ganz, ey, wirklich, mich freut es echt, dass dieses Setup funktioniert, dass diese Combo funktioniert. Da habe ich mir echt ein bisschen Gedanken gemacht, wie man das auf der globalen Seite spielen könnte. Natürlich haben wir auch gesehen, sein Angriff ist jetzt gesenkt und gleich kommt LRGF hinterher mit seinem ganzen Passive. Aber natürlich haben wir dann auch gesehen, dass es auch anders spielen könnt, auch ohne Support oder so. Nur rein mit euren besten Representatives 5,3. Auf Universe 7 Kategorie Teams oder dann ein Supporter mit reinnimmt, sei es Tien, der wirklich nur sich auf die Tech-Rack fokussiert. Lange Rede, kurzer Sinn, ihr merkt, das Ganze funktioniert. Wir hatten hier leider keinen Crit, sonst hätten wir den geone-shotted. Wie gesagt, das, was auf dem Radar steht, zählt auf jeden Fall. Das waren 5,3 Millionen im Endeffekt, wegen der Damage Reduction Skill kam das nicht raus.
So viel dazu, Freunde. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Wie gesagt, ich mache das natürlich noch zu Ende. Und diese Rotation hier ist auch echt top. Das ist mit Ui Goku und Godku. Die geben sich noch Godly Power zusätzlich dazu. Deswegen können wir das Ganze ohne große Bedenken so beenden. Und die Jungs sollten das auch beenden. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen in den Sachen, in den Fragen zum Teambuild-Aspekt, zum Showcase, zu LGF, wie man den Yuta auf jeden Fall an der Stelle spielt, worauf man achtet. Die Synergie ist auf jeden Fall gegeben in seiner eigenen Kategorie. Natürlich ist die Kategorie sehr beschränkt. Wenn ihr viele der Charaktere nicht habt, schaut nach den Free-to-Play-Varianten. Wenn ihr da trotzdem euch nicht weiterhelfen könnt, nehmt eure Tech-Charaktere und achtet darauf, dass sie zumindest Shocking Speed oder Over the Flash haben oder Fierce Battle dann. Also Over the Flash und Fierce Battle oder Shocking Speed und Fierce Battle. Ansonsten wäre es das zu dem Showcase zu unserem Boy LRGF. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wenn ja, gebt den ganzen Like und wir sehen uns das nächste Mal. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done, next time.